Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken. Wir sitzen ganz schön in der Patsche. Wir sind nämlich hier im Tempel in Mexiko und die Karte, die ich uns gezeichnet habe, ist irgendwie, war nicht optimal und ich finde den Ausgang nicht mehr. Aber ich habe den Schatzraum immerhin wieder gefunden und werde jetzt versuchen, von hier aus mit einer neuen Karte, die ich jetzt zeichne, zu navigieren. Und ich drehe jetzt wirklich die Karte, die ich hier zeichne, bei jedem Schritt, jedes Mal in die richtige Perspektive. Das würde bedeuten, dass wir hier einen Gang freilassen. Hier wäre eine große Tür. Ich zeichne jetzt auch große Türen extra groß ein. Kann man natürlich von der Seite immer nicht sehen, ob das große Türen sind oder nicht. Ja, ist eine große Tür. So, jetzt passt auf, dann drehe ich das jetzt so. Lass hier eins frei. Und mach hier eine kleine Tür. Im Endeffekt dürften wir jetzt, wenn die Zeichnung stimmt bis jetzt, am Schatzraum vorbeigehen, der sich hinter dieser Wand befindet. Und wenn ich hier reingehe, umkreisen wir den Schatzraum. So, aber jetzt haben wir wirklich schon wieder ein Problem. Die Perspektive, also das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Wirklich nicht, weil in die Richtung dürfte es jetzt gar nicht weitergehen. Dieser Gang dürfte nicht existieren. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Gott. Hey, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie kann das alles nicht existieren. Und jetzt habe ich schon wieder komplett die Übersicht verloren. Wirklich, ich schwör's euch, versucht selber. Dieser Tempel kann nicht existieren. Der Tempel macht keinen Sinn. Moment mal. Jetzt ist der Schatzraum hier? Statue. Und die Plattform, genau. Jetzt ist der Tempel hier. Nee, das stimmt. Das stimmt, dass der Tempel hier ist. Und jetzt gehe ich hier durch die Tür neben dem Tempel. Und dann so weit, so gut. So weit, so gut. Aber wenn ich jetzt hier durchgehe, dann macht nichts mehr Sinn. Dann macht nichts mehr Sinn. Außer ich wechsle bei. Es gibt vielleicht Etagen. Vielleicht sind die großen Türen Stockwerke. Wenn ich davon ausgehe, dass die großen Türen Stockwerke sind, ändert das natürlich alles. Verdammt! Das ist durchaus möglich. Aber da muss ich jetzt entweder den Schatzraum zufällig nochmal finden oder nochmal ganz von vorne anfangen mit der Karte. Würde mich freuen, wenn ich den Schatzraum finden würde. Oder den Ausgang, das wäre noch besser. Durchgang, Tunnel.
Oder die Tunnel führen halt sonst wohin und sind nicht unbedingt, ne? Das könnte schon auch sein. Okay, Schatzraum wieder gefunden. Also gut, wo es dunkel ist, das kann ich im Grunde streichen. Also mache ich hier ein großes, fettes X. Da gehen wir nicht lange. Okay. Ich tue jetzt mal so, als wären die großen Türen Teleporter. Und mache einen Pfeil irgendwo hin und zeichne da mit einer anderen Map quasi weiter. Das wird jetzt alles recht groß, aber vielleicht funktioniert es ja so. Ich versuche mal, ob das geht. Große Türen Teleporter, kleine Türen logische Durchgänge. Weiß nicht, ob das... Ich meine, Tunnel klingt eher so, als würde es weiter wegführen eigentlich, ne? Während Durchgang so klingt, als würde es direkt nebenan. Aber vielleicht ist es ja genau andersrum. Ich gehe jetzt mal durch die kleine Tür und mal hier mal den Tunnel und schau mal, also ne, die Map meine ich, und schau mal, ob die jetzt Sinn machen würde. Theoretisch. Also, von hier aus in beide Richtungen ein Feld, nix. Dann kommt jetzt hier quasi eine Tür, das ist jetzt blöd. Weil das ist. Aber das kann schon wieder nicht stimmen. Auch wenn es Treppenhäuser sind. Weil im Grunde das Treppenhaus, wenn ich hier reinkomme und dann in die gegenüberliegende Seite gehe, wäre das der gleiche Durchgang. Wäre das die gleiche. Also würde den gleichen Raum einnehmen. Das gibt's nicht. Außer die eine führt quasi wie in so einem Treppenhaus, ne? Vielleicht. Oh Gott, das ist ja furchtbar hier. Ich weiß überhaupt nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das was wird, wenn es fertig ist, Leute. Ich weiß nicht, ob wir hier jemals rausfinden. Also, wenn das stimmt, müsste ich hier wieder einen Pfeil machen. Aber... Bleib mal kurz hier und geh mal hier rein. Dann wäre hier ein Durchgang, den wir aber x'en können. Den brauchen wir nicht, weil da wird es dunkel. Also bei dem hier. Und dahinter ist eine Wand. Okay, immerhin. Schauen wir mal da rein. Mist, das geht. Okay, also in die Richtung 1 frei und dann Durchgang. Würde der Durchgang ist legitim. Dann 1 frei. Und das müsste dann wieder ein Treppenhaus sein, wenn das stimmt. Ich glaube, wir finden einfach nie wieder hier raus. Yay! Okay, dann gehe ich mal da lang und benutze mal nicht das Treppenhaus. Nein. Da kann ich noch so viel Treppenhäuser anzeichnen. Das funktioniert nicht. Es ist wahrscheinlich eher so, dass die Durchgänge... Das wäre jetzt eher noch mein Plan. Ich glaube, die Durchgänge machen Sinn und die Tunnel führen sonst wohin. Befürchte ich eher. Und das könnte bedeuten... Na, die Tunnel könnten sonst irgendwie miteinander verbunden sein. Da muss nix Sinn machen. Dann könnte ich mich nur auf Durchgänge verlassen, wenn das jetzt, wenn die Theorie stimmt. Dann sollte ich erstmal kleine Maps zeichnen, indem ich immer alle Durchgänge nutze und die Tunnel ignoriere. Ha! Okay, vergesst es einfach. Passt schon. Wir sind irgendwie rausgekommen. Durch einen anderen Eingang, als wir reingekommen sind. Aber ich schätze mal, die sind alle verbunden, höchstwahrscheinlich. Okay, macht's gut, ihr Trottel. Nix wie weg hier. Ach du Scheiße, war das jetzt blöd hier. Ich glaube wirklich, dass irgendwie
die Türen nicht logisch miteinander verbunden sind. Also ich bin mir sehr sicher sogar. Ich meine, ich kann mir vorstellen, ich hätte mir vorstellen können, dass ich am Anfang irgendwo mal einen Fehler gemacht habe. Passiert schon mal, aber nicht 100 Mal. Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? Bloß noch 2000! Schon langsam brauchen wir wieder die Cashcard. So, als ich noch den Guide benutzt habe, kann ich mich nämlich daran erinnern, dass wir hier Melissa brauchen. Da habe ich irgendwas gelesen. Nicht Melissa, so ein Blödsinn. Annie. Und die muss nämlich irgendwas mit der Wache machen. Mit der Wache in London. Das werden wir jetzt rausfinden, was da los ist und warum wir überhaupt sie brauchen. So, ich hätte speichern sollen, bevor ich fliege. Aber ich speichere jetzt mal. Hoffe, Geld reicht. Okay. Was für ein angenehmes Brummen, ne? Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen leiser. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was haben wir denn da? Ein Seil. Ich gehe jetzt mal von oben alles durch Tröte, kann ich mir nicht vorstellen. Goldfischglas, gelber Buntstift, na, warum nicht? Benutze Fernbedienung mit Tor. Das wäre witzig gewesen. Benutze kleiner Schlüssel in Tor. Ja, ich sehe schon, hinter der Wache ist der Schalter, ne? Wie können wir die Wache ablenken? Ich verkleide mich erstmal. Hut. Nasenbrille. Okay. Benutze Whisky. Nö. Gib Whisky. Sorry, aber du bist nicht mein Typ. Ah, und deswegen sagt uns der Guide, das macht, glaube ich, Sinn, oder? So, so ist das also. Hier, bitteschön. Jetzt muss Annie quasi mit dem flirten und sich mit dem betrinken oder sowas. Jaul! Benutze Whisky. Nee, warte mal. Gib Whisky zu Wache. Mit ihnen teile ich gern einen Drink. Na, guck an. Ich bin mir sicher, die Annie säuft ihn jetzt unter den Tisch. Und zwar gewaltig. Eine halbe Flasche später. Nach einer halben Flasche. Das war verdammt unangenehm. Ich kann es mir vorstellen, Annie. Es tut mir sehr leid, dass ich dich in die Situation gebracht habe. Aber es geht um die Rettung der Welt. Und jetzt ist er tot. Denk immer dran. Jetzt erfriert er hier wahrscheinlich ganz jämmerlich. Vielleicht geht's dir dann besser. Okay. Wechsel zu Zack. Jetzt schauen wir nochmal. Öffne Tor geht, glaube ich, nicht so ohne weiteres. Es ist nämlich abgeschlossen. Der Hebel hat zwar den Strom ausgemacht, aber sonst nichts. Benutze Fernbedienung mit Tor. Nee. Benutze Tor mit kleiner Schlüssel. Nee. Benutze Tor mit Seil. Nee. Benutze Tor mit... Drahtschere. Ah, ha, 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 das ist eine gute Stelle.
Yes. Cool, dann gehen wir mal zu Stonehenge. Was zur Hölle bist du denn? Ein Sarg? Zu Altarstein. Öffne? Lässt sich nicht öffnen. Nimm. Benutze. Schalte ein. Lies. Gib. Ah, jetzt wartet mal. Wartet mal. Ich kann mich leider nicht mehr bewegen. Ich habe doch diese Schriftrolle gefunden. Und Annie ist doch Archäologin. Die kann das doch bestimmt lesen. Kann das sein? Das wäre so cool. Ich habe nämlich gerade gedacht, ob da nicht Hieroglyphen dran sind, die vielleicht nur Annie lesen kann. Und dann steht aber da, da ist nichts zu lesen. Und dann fällt mir aber die Schriftrolle ein. Gib Schriftrolle zu Annie. Jetzt bin ich mal gespannt. Lies Schriftrolle. Das ist nicht einfach, aber es ist ein anderer Text als bei ihm. Ein Moment. Jawohl, ich glaube, die kann das. Worte der Macht, das hat auch schon der Gnixisivle. Nichts passiert. Das ist ernüchternd. Gnixisivle. Wow. Lässt sich trotzdem nicht öffnen. Altar, Altar, Altar. Alter, 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 Alter. Fahnenmast. Benutze Fahnenmast mit Altarstein. Yeah! Jetzt haben wir einen Blitzableiter geschaffen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringen soll. Aber jetzt lesen wir nochmal die Schriftrolle. Gnixisivle. Jetzt ist die Fahne geschmolzen. Scheint im Stein festzustecken. Okay, ich dachte schon, wir brauchen jetzt den veränderten Fahnenmast oder so, aber irgendwie nicht. Benutze, 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 tröte. Dichtungsband. Müssen wir hier irgendwas abdichten noch, den Altar? Nee. Benutze Seil. Benutze Taucheranzug. Benutze Drahtschere. Benutze Sitzkissen. Benutze Haarnadel. Ja, hätte ich mir sogar wirklich vorstellen können. Benutze Sauerstofftank. Benutze. Ich habe Angst, wenn ich jetzt den blauen Kristall benutze, kommen die anderen gleich wieder. Kommen die auch, wenn ich die Kristallscherben benutze? Was machen die eigentlich? Ha, ha. Aha. Das klappt nicht? Ach, so war der Lies. Wow, der Kristall ist wieder heil und die Schriftrolle verbrannt. Nice. Sehr gut. Und jetzt hat doch dieser Schamanenkerl zu uns gesagt, wir sollen, wenn wir den gelben Kristall haben, wiederkommen, ne? Und jetzt haben wir den. Die Sache ist nur die,
dass ich schon wieder ziemlich arm bin. Verdammt. 2000. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass uns schon wieder das Geld ausgeht. Ich gehe jetzt mal lieber zum Flughafen. Nicht, dass der Whisky-Kerl wieder aufwacht. Wobei ich glaube, der ist tot jetzt. Ich glaube, da wacht nichts mehr auf. Nee, Quatsch. Glaube ich nicht wirklich. Aber ich stelle sie lieber mal hier ab. Nicht, dass plötzlich eine Katze hinkommt, in der sie irgendwie von dem Wächter verhaftet wird. Ja, Leute, keine Ahnung. Es ist schon wieder Schluss für heute. Die Zeit vergeht, aber das war ja mal richtig cool jetzt, oder? Wir haben zwei Kristallscherben zum gelben Kristall fusioniert und müssen jetzt zurück. Ach, aber wohin denn zurück? Ich habe mir hier eine Textdatei gemacht. Wartet mal. Wo ist sie denn? Zack. Mexiko, Lima, Seattle. Gefängnis. Ah, hier, im Kongo. Da kommen wir von hier nicht hin. Befürchte ich. Verdammt. Wo muss ich denn da hinfliegen? Über was muss ich denn da fliegen? Wahrscheinlich Ägypten. Das würde zumindest vielleicht einigermaßen Sinn machen. Und wie viel kostet so ein Flug nach Ägypten? Nicht so viel. Huiuiui. Mal schauen. Jetzt speichern wir mal und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe wirklich, uns reicht das Geld. Sonst müssen wir vielleicht nochmal im Lotto gewinnen. Ich glaube, das wird theoretisch gehen. Naja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.